Ey, Bruder. Seid mal ehrlich, haben wir früher auch manchmal Jammus mies abgefuckt in Abi-Zeit. Ich hatte Bio-Klausur, ne? Letzte Bio-Klausur. Diese Klausur hat mein Leben entschieden, ob ich 11. Klasse schaffe oder nicht. Ich war alles. Bruder, voll motiviert, jetzt bin ich ein Streber. Direkt mal, der Nächste kommt nach vorne. Verkackt. Bruder, danach auf einmal was passiert. Feueralarm, ne? Alle laufen raus, ich will auch rausgehen. Meint der, nee, sie bleiben jetzt hier im Raum und schließen alle Fenster. Gut, dass ich verbrenne, der Digga. Jetzt hab ich schon einen Raum mit Lösungen. Was mache ich? Ich gehe nicht nach vorne in den Lösungen. Ich mach die Fenster zu und geh raus. Danach komme ich wieder rein, schreibe die Klausur weiter. Ich merke, Bruder, fünfte verkackst, wird nicht. Meinst du so ein Gentleman E-Mail? Ey, Bruder, mach meine Klausur, ne? Gebe ich ihn einfach meinen Bogen, schreibt er mir. Ich brauche nur 5 plus, damit ich weiter. Wollte ich gerade noch sagen, mein Lehrer. Ah, ich muss noch meinen Namen draufschreiben, drehe ich mich um zu meinem Tisch. Nehme ich meinen Bogen zurück, mach eine. Oha! Habt ihr gerade die Bögen ausgetauscht? Ich guck dir dann so, nein, wie kommst du denn da drauf? Nein, so ein Lehrer steht vor mir so, nein, bist du des Wahnsinns? Doch nicht bei so einem Lehrer, doch nicht bei so einer autoritären Person wie er. Lacht so. Habe ich 5 plus bekommen, ich weitergekommen. Ich erinnere mich noch an die Situation. Ich komme schön, so wie Klausur rein. Denk mir so, boah, Jackpot, nehm Jan, Jermo. Dicke Streber. Ich setz mich hin, ich denk mir, Klausur ausgesorgt, gleich schön abschreiben, eh nicht gelernt. Ich setz mich hin, der neben mir, direkt nach 3 Minuten, ich seh schon halbe Klausurbogen full. Ich denk mir, scheiß drauf, ich hol mein Frühstück raus, ich mach ganz chill, ich werd erstmal wach, 8 Uhr, kennst du Minus. Ich frühstücke, ich denk mir, nach einer Stunde fängt so langsam abschreiben chillig an. Okay, erste Stunde vorbei, ich mach den hier. Ja, Bruder. Nee. Bruder, zeig mal deinen Bogen, lass mal abschreiben. Sie sagen nicht, Bruder, warte, ich geb dir, ich mach ihn einfach so. Richtige Strebe, einfach so. Der lässt mich einfach so fassungslos da. Du Mistgeburt, warte. 2 Stunden geht vorbei, letzter Ausweg, noch wieder so. Ja, Bruder, tut mir leid. Mach keinen Scheiß hier, lass mal abschreiben. Nee, Victor, lass mich jetzt in Ruhe. Der sagt das so laut, Lehrer hört. Victor, guck auf deinen Englischplatz und nimm die Klausur weg! Warte ab, gleich nach Unterricht, du wirst sehen. Halt. Danach draußen. Ja, tut mir leid, ich hab selber nichts geschrieben und so. Warte, erzähl mal. Bruder, ich geh so in die Bio-Klausur rein. Links 5 Spickzettel, rechts 5 Spickzettel. So, Bruder, ja, sag mir das, ich kann. Okay, ich verstehe, Alter. Kommt so ein Streber neben mir, der aber seit 3 Wochen nicht in der Schule war. Ich so, ey, ich helf dir gleich und so. Ich hab ja eh 10 Spickzettel zu Thema. Ich wusste selber, ich war schon auf Spickzettel, ich kenne so einfach Kopien einfügen, Bruder. 10 Stück dabei haben auf 0,8, Bruder, Schriftgrößen, dann gib ihm. Ich hol raus. Falsch, Thema. Und rechts. Hey Tim, kannst du mir helfen? Der schreibt. Bruder, ich guck nach links, kennst du sowieso. Okay, wenn ich nicht helfen, dann guck ich selber. Ich konnte nichts erkennen. Das war ja noch kleiner als mein Spickzettel. Der hat einfach keine Zeile mehr gelassen, der Wichser. Bruder, ich guck einfach. Ich so, ey. Ich kann nicht, ich war 3 Wochen nicht in der Schule. Ich kann das nicht. Ich so, ich brauch deine Hilfe, du hast so viel geschrieben. Ist alles falsch. Ich so, okay. 2 Wochen später kommt die Lehrerin, schreibt den Notenspiegel. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6. Ich so, okay. 1, 6, 1, 1. 1 kann ich auf jeden Fall nicht gewesen sein. Die 6, realistisch. Meint die so, ja, die 1 hat ein Schüler, der seit 3 Wochen nicht in der Schule war. Ich so, okay, entweder das bin ich, gedanklich nicht 3 Wochen in der Schule, oder das ist der Tim körperlich 3 Wochen nicht in der Schule. Ich hab gehofft, dass der das nicht ist. Weil der Bastard, der sagt, ich kann nichts. Welche Note? Ja, 1 minus. Ich dachte, du kannst nichts. Immer schon mal verraten. Werte die 6? Anwesend. Einfach 6, Bruder. Und der hat einfach, obwohl er neben mir saß. Ja, aber Jungs, ganz ehrlich, ne? Eigentlich war Abi mies einfach. Abi? Das Maul, Alter. Wohin bist du morgens gelernt? Immer voll am Verzweifeln. Bruder, ich komm nicht mehr weiter, mein Lieber. Ich hab doch geschafft, Bruder. Deswegen ja, geschafft. Morgens antwortest du, Bruder, ich bin am Lernen. 1,7, Bruder, du hast 1,7. Aber ihr spaßt jetzt immer. Ich bin die ganze Zeit am Lernen, so dann noch respektlos in Klausur. Trotzdem. Ich kann das nicht, Bruder. Chillig. Hab ich Abi oder nicht? Bruder, ich chill Mathe Fokus, Bruder. Die fragt, wer hat denn alles BAföG beantragt? 3 Leute melden sich. Entschuldigung, mein Bruder, mein Cousin und ich. Nur 3 Kanaken. Rest, alle kein.
Bruder, die müssen arbeiten, ackern, gehen 450 Euro, ich chill zu Hause, geh Studium, nach Vorlesung geh ich noch chill, Meckes und so. Guckst auf Konto, steht da BAföG 400 Euro. Bruder, wenn ich Bauingenieur fertig hab, ich kann einfach fünffache zurückzahlen. Wozu dieser Stress? Wo Abi 2,5, aber für was? Für nichts, Mann. Dafür, dass ich in die Schule gekommen bin, einfach gechillt hab. 2,5. Ich schwöre, ich. Hätte ich gelernt, vielleicht hätte ich Albert Einstein gemacht. keine Ahnung, was für ein Abitur gab. Verrat euch das Geheimnis. Ihr kommt in die Schule, meldet euch einfach. Scheiß drauf, mach nichts. Ist egal. Du bist eh mal da, dann gute Not. Ich erinnere mich noch an meine letzte Bio-Klausur. Ich bin extra nicht gekommen, weil ich wusste, ich verkack die. Und wenn ich nachschreiben muss, muss ich das alleine machen. Jackpot. Kommst du wieder mit zwei Handys. Mit Sicherheitshandy aus Afrika vom Vater. Legst du vorne auf Pult. Danach mit 2 Kilo. Ja, Mann. Und danach mit iPhone 5. Jackpot. Gehst du Hinterzimmer, schreibst du alleine. Danach, du siehst Lehrerin, erklärt vorne, du guckst undercover durch diese Spalte. Ich rufe einfach meine Mutter an. Ich rufe meine Mutter an. Sag, Mama, bist du auf der Arbeit? Hast du PC? Hast du Internet? Sie sagt, ja. Ich sag, Mama, google mal Protein-Biosynthese, Zusammensetzung von Zellen und so. Ich check das nicht, Mama. Ich mache Lautsprecher, meine Mutter diktiert halbe Stunde, ich schreibe alles ab 1. Hey, Jackpot, guck mal, nicht so wie du Semmel bis 3 Uhr morgens. Guck mal, chillig. Und am Ende haben wir gleich Abitur und am Ende studieren wir etwas, wofür ich diese Klausur gerade gespickt habe, nicht mehr brauchen werde. Ja, und die Uni sitzt ja nach 3 Jahren zu ab. Abi-Zeit kein Leben. Dann kommt noch 6 Semester, Studium kein Leben. 9 Semester, Bruder. Okay, Bruder. Nach Uni ist so, als wenn man aus Klasse kommt. Ist wenn du Master machen wolltest, einfach strikt, einfach noch mehr. Ich hatte 10 Stunden. Abi nicht so. 10 ernst. Stunden davon war ich 5 Stunden draußen. Schau, raus. Aber ich war das nicht raus. Ja, okay, dann geh ich im Chill, ja. Abi, seid einfach immer da. Ja, macht gar nichts, Abi, ohne Scheiß. Chill, macht nichts. Macht gar seid immer da. Habt immer eure Sachen dabei, aber chillt. Ja, aber die Angaben ohne Gewehr. Mach einfach Gesicht. Wir haften nicht dafür. Wenn einer sein Abi verkackt, wenn ihr dumm seid, seid ihr dumm, Bruder. Denkt auch nicht lernen. Jetzt nicht zu ernst nehmen oder so. Ne? Gar nicht mehr kommen, Schule abmelden und so. Nur zu Hause chillen, Dragon Ball gucken oder so. Aber wir sagen, lernt nicht. Wir machen, guck Dragon Ball, machst Kamehameha verlieren. Also kriegst eins, Bruder. Abi, entweder kriegst du oder kriegst du nicht. Ja, guck einfach so. Aber wir sagen, mach nichts. Scheiß auf dich, scheiß auf Lehrer, scheiß auf alle, Alter. Mach gar nichts. Ja, übertreib. Scheiß auf dein Leben, Bruder. Scheiß auf dein Leben. Ey, aber du hast mich auch aufgeregt in der Schulzeit manchmal. Ich hab manchmal richtig Hass gekauft, ich schon mal. Der hat im Unterricht immer gegessen. Immer, der kommt mit Shakes rein. Ich weiß nicht, das Getränk ist lila, am nächsten Tag ist das grün. Der isst und dann, der macht noch mit, so mit Vollmund. Oh, stimmt nicht, weil gucken Sie mal, der Farbkontrast von so mitten im Unterricht so. Einmal setzt er einen drauf, ich sehe, der kommt rein, ich drehe mich um, der hat Messer und Gabel, der ist so mit Serviette, macht noch den Mund sauber, mitten im Unterricht. Da dachte ich mir irgendwann mal, ey, wenn der essen darf, dann darfst du auch essen. Dann darfst du einen Schluck Wasser trinken. Ich habe Wasserflasche da, ich habe mies durch, ganze Zeit Unterricht mitgemacht, dachte ich, einmal Wasser trinken darf ich. Ey, ich habe so nach vorne geguckt, Flasche war unter Tisch, ich habe nur aufgeregt, man hört nur dieses... Der Lehrer, Salim, pack die Flasche weg, kannst in der Pause trinken. Und der sitzt hinter mir so, Salatblatt hängt noch hier am Zahn, so, Bruder, mach nicht. Und isst da schön weiter, Alter. Und ich darf da nicht, ich muss abkacken, Alter. Warum? Und wenn du Semmel bist, geht das nicht. Dann geht das nicht. Einfach Sportunterricht, in Umkleide. Nach Doppelstunde, Parcours, alle am Schwitzen. Was macht man? Man geht duschen. Man duscht. Oberkörper, freie Hose runter. Ja, okay, normale Unterhose, du musst auch duschen. Danach duschst du. Man sieht erst den nackten Arsch direkt. Ja, normal, Bruder. Ich denke mir nur so, welche Schwuchtel war das? Das ist immer Anzeichen, immer so tun, Motto. Motto ekelhaft. Motto, aber dann anfangen sie. Ja, aber gucken. Alle laufen zu dem. Geht in der ganz viel einfach am nächsten Tag Herpes bekommen. Sag, Bruder, du hast dich bekommen. Ja, normal, Junge, wenn das scheiß Kanacken hat. Auf mich zulaufen, Alter. Immer nach Matheunterricht noch 3 Stunden mit Lehrerin flirten. Hab ich zurückgeschlagen. Mit kleiner Lehrerin, Alter, 50 Jahre alt. Noch flirten will. Denkt ihr mal, ich warte noch. Ich hab nicht... Junge, scheiß mal auf die, Junge, komm doch jetzt, Alter. Scheiß doch mal auf Lehrerin, ja. Lutsch schon mal weiter, Junge. Komm doch jetzt. Wollte nicht gelutscht, hab nur Stühle hochgeschaltet und Zusatzaufgaben abgegeben, wenn nicht. Aber hat sich ausgezeigt. Hey, Bruder. Was läuft eigentlich bei dir mit meinem Bund?
Ja, was soll laufen, Bruder? Schul dann. Das ist der Semi. Warum? Was soll laufen? Ich bin schwul und so. Nein, warum jetzt? Weil keine Zeit dafür. Ja, immer so. Ne, drei. Naja. Erstmal studieren, danach irgendwann mit 30 vorkriegen. Was denn, wenn du dann schon schwul bist? Alter, noch nie ein Mädchen geküsst. Du hast doch ihre Nummer, schreib ihr mal, hast du Lust, Kaffee trinken zu gehen? Oder hast du mal Lust, ein bisschen so und so? Nein, sitzt Bruder. Du einfach so, mir ist voll aufgefallen, guck mal, du hast voll schönes Haar oder so. Na, du Semmel, kommst mit deiner Mario-Figur und spielst, Alter, was soll die Scheiße? Willst du mich verarschen? Geht nicht. Guck doch! Junge, was? Irgendwann bist du schwul, Junge, hast du noch nie gegeben, hast du noch nie einen Kuss gegeben, Junge, willst du mich verarschen? Doch, der bekommt mir, Junge. Irgendwann wird dir gegeben, Junge, weißt du? Lass mal wachsen werden, oder nicht? Bin ich doch. Junge, was machst du denn damit, Junge? Willst du mich verarschen? Werf das mal weg! Sämel, Alter. Ich spüre immer anders, ich bin kein Sämel. Was machst du, Bruder? Ich guck noch, wenn ich Zeit habe, mach ich Video. Was Video? Beweisvideo, okay. Was Beweisvideo? Video, wie dir gegeben wird? Boah. Bruder, einmal richtig Lachkick, ne? Ich hab einen Friseur, ne? Warte, so ohne Termin, kennst du aus meinem Minus. Ich sitz da einfach, auf einmal, Bruder, so ein Typ rein, ne? So. Ich schwöre, ohne Spaß, aber breiter als du, Bruder. Ohne Spaß. Kommt da rein, so Son Goku-Frisur nach oben, so Super Saiyan, der ist gerade so vegetiert, Bruder. Setzt er sich neben mich so. Sitzt da so. Auf einmal so die Frau meinte, ja, tut mir jetzt ein bisschen doch etwas Geduld, und ich hoffe, das macht ihnen nichts aus und so. Macht er so. Dachte ich schon, boah, der sagt nicht ja oder nein, der macht nur diese. So, der ist schon Bob, der braucht nicht reden, Bruder. Meint die Frau, möchtest du etwas trinken? Dachte ich schon, boah. Normal wird er nicht trinken, er hat sein ganzes Leben durchgestruggelt und so. Warte, ich hab's mal da durchgestruggelt, jetzt will ich mir nichts trinken. So macht er so. Steht er da so, ne? Ja, dann gedulden sie sich noch. Macht er so. Wenn der vor will, ich lass den vor, ich unterschreib Vertrag, ich sag, geh vor, egal wo du mich siehst. Bruder, auf einmal. Ist er so. Meint ihr zu dem, ist ihnen kalt? Ein bisschen. Ich guck ihn so an, so. Ich so, sag das nochmal. Hau rein, ich geh Haare schneiden, Alter. Einfach rein. Hast du schon mal Stress mit Kanaken gehabt, oder? Sag mal ehrlich. Stress? Ja. Weißt du noch einmal, ne? Ich und zwei Freunde kamen gerade aus dem Kino. Albino und Heike. Wir haben gerade einen Film geguckt, wir waren richtig motiviert. Kennst du doch so Gangsterfilm, einen auf Kultur. Richtig motiviert, so richtiger Hood-Film. Wir gehen durch die Straße, auf einmal liegt da ein Teddybär. Wir voll einen auf cool. Ey, yo, lass mal auf ein Auto werfen. Lass mal auf ein Auto werfen. Danach, Albino, so heißt der Junge, wieder übermotiviert. Auf einmal fährt ein 3er BMW mit Hatar-Musik. Ich bin im Knast 1,8 Millionen gebunkert. Danach fährt er vorbei. Maestro. Auf einmal Alex, wieder mit seiner scheiß Lache, wirft volle Kanne auf diesen BMW. Die beiden rennen in eine Straße, wo man nicht reinlaufen darf, also reinfahren darf. Und ich denke mir, ich renne einfach, ich sprint einfach nach Hause. Ich sprint einfach direkt raus, scheiß drauf. Da war da ein Gebüsch, die fahren aber mir hinterher, weil die da nicht reinfahren dürfen. Sehen nicht, wie ich um die Ecke laufe. Ich springe einfach in ein Gebüsch. Häng da 2 Minuten. Ast im Ohr, Nase, Auge, so. So. Nach 2 Minuten denke ich mir, okay, korrekt, die sind weg. Ich kletter wieder raus, überall Blätter, Äste. Ich gehe den Berg zu mir nach Hause hoch, denke mir so, okay, korrekt. Auf einmal merke ich, die Musik wird immer lauter und Rata kommt. Auf einmal sehe ich, fährt ein 3er BMW tiefer gelegt, Chromfelgen, auf Schritttempo, mit Schritttempo neben mir her. Und auf einmal geht das Fenster runter, getönte Scheiben, schwarz. Auf einmal guckt so ein Biest raus, so richtiger Kenneck, mit Glatze, Fullbart. Guck mich an. Hä? Hey, hast du diesen Teddy geworfen? Ich guck den nur so an. Entschuldigung, welchen Teddy? Willst du mich verarschen oder was? Dieser Teddybär, dieser scheiß Teddy. Ich so, nein, Entschuldigung, ich hab nichts geworfen. Was, wovon reden? Boah, sag doch einmal, du hast nicht geworfen. Ich steig aus, ich wichs dich. Ich hab nicht geworfen, wirklich nicht. Ich hab nicht geworfen. Motor geht aus, Handbremse, auf einmal 4 Türen gehen auf, 4 Kennex, alle so Ochsen. Auf einmal der eine packt mich, volle Kanne gegen meine weiße Gegenwand. Ster, gib mir eine Schelle, auf einmal alle fassen mich an den Hals und so.
Bruder, fuck mich, ich wichs dich. Wo ist dieser Teddybär? Wo sind diese Leute? Ich hab nicht geworfen. Wirklich nicht. Ich bin schon vorgelaufen, bevor überhaupt geworfen wurde, weil ich Angst hatte, dass ich am Ende einen Ärger kriege. Dieser Kenneck. Bruder, was laberst du? Du läufst, bevor schon geworfen. Was laberst du? Nein, guck. Der Typ wollte werfen, aber ich dachte mir, ich krieg Ärger, deswegen bin ich schon gelaufen. Bruder, kannst du Zukunft sehen oder was? Willst du nicht? Ruf mal deinen Freund jetzt an. Ruf mal deine Freundin an. Ich so. Ich kenn die nicht. Der guckt mich an. Willst du mich verarschen oder was? Mit was läufst du denn? Warum willst du mich verarschen? Das war doch dein Freund. Nein, ich kenn den nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab den Kino einfach so Hallo gesagt. Ich kannte den nicht. Ich kenn den wirklich nicht. Ulla, sag doch immer, du kennst nicht, ich wichs dich. Ulla, ruf den jetzt an. Ich hab kein Handy dabei, obwohl man hier Handy einfach sieht. So. Mann, kennst du wirklich, sicher? Auf einmal, der eine Kanacke packt mich so am Hals, zieht mich der andere an beiden Ohren, so ist der Berg runter Richtung Polizeipräsidium. Auf einmal, zu meinen Gunsten regnet es übertrieben. Und der eine kenne ich so. Hey Bruder, warum regnet es? Lass den Mann nicht laufen, Alter. Scheiß mal auf den. Scheiß mal auf den, der Klaue. Ja, man kann ich sie kennen. Danach, der eine sagt. Bruder, du hast noch 3 Sekunden Zeit, du kannst rennen. Oder wir laufen hinterher, wir wichsen dich, du wirst sehen. Ich zähle bis 3. Von 3 runter. Auf einmal, 3. Der ist, ich renn weg. Auf einmal höre ich, 2. Bitte, warte noch, bitte, ich mach nichts, bitte. Danach 1. Einfach um mein Leben rennen. Durch so einen kleinen Waldabschnitt, auf dem Weg zu mir nach Hause, ist richtig dunkel. Links und rechts Wälder und ich höre aus so einem dunklen, klappernden Gebüsch nur so. Victor, sind die weg? Albine und Heike, die Bastarde. Im Gebüsch haben sie sich die ganze Zeit versteckt, anstatt Freund zu helfen. Sind die weg? Warte, einmal muss ich mies lachen, Bruder. Musst du einmal noch erzählen. Weißt du noch, diese Story, wie du erzählt hast? Dieser Schwarze, der hatte keine Fahrkarte, der Schwimmbahn. Kontrolleure, hält er sich da oben fest, geht der weg und läuft raus. Weißt du noch? Ich kann jetzt den Namen nicht sagen, aber ein Kollege aus Afrika, auch so ein Schwarzer, hatte kein Ticket dabei. Ja, ich will einmal nicht. Auf einmal der Kontrolleur so, einmal Fahrausweis bitte. Und er sieht, der hat keins dabei. Aber der weiß, wenn der 40 Euro zahlt, ist das Leben vorbei. Weißt du, was der macht? Der denkt sich, scheiß drauf, Alter. Hoodstyle. Tür geht gerade auf. Der hängt sich einfach an diese Stange. Stare! Wow, so richtig Tomb Raider. Bam, in sein Face, Junge. Der fliegt einfach aus dem Bus. Kontrolle einfach miese Tritt gegeben. Der fliegt aus dem Bus raus und rennt einfach nach Hause, chillig. Und der hat genau noch da gehalten, wo der gewohnt hat. Der ist einfach nach Hause gelaufen. Beste. Weißt du noch, der eine, der Schilbahn saß, dieser Schwarze, mein die Fahrkarte, Alter, kommt jetzt da so, der Bastard saß hinten, ist so ein Schwarzer vor dem, und noch vor dem Schwarzen saß noch so eine andere schwarze Frau, die hat die Ticketkontrolle, kommt so, mein Kontrolleur zu dem Schwarzen, Fahrkarte bitte, meint der, da vorne, die ist meine Mutter. Kontrolleur geht zu der Frau, der dachte, die Schwarze ist die Hälfte, meint die, meinte, ist das da hinten ihr Sohn? Du kennst doch so afrikanische Frau, macht die. Nee, ist nicht meine Sohn. Dann ist er uns einmal mitkommen. Und der lacht sich von hinten wieder. Ah, Bro, no sweat today. Yeah.